Herzlich willkommen zu einer neuen Serie von Let's Install. Diesmal wird es sich um Counter-Strike Global Offensive handeln. Direkt nach Counter-Strike Source fangen wir direkt damit an. Und erstmal gibt es wieder ein paar grundlegende Dinge. Die Installation an sich selber natürlich, die Programme, die wir benutzen werden und noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann fangen wir auch direkt mit den Programmen an. Wir benutzen WinSCP, ist kostenlos und Open Source zu bekommen auf winscp.net. Dann geht es direkt weiter mit PuTTY. Das zweite Programm, das wir heute brauchen werden, ist zu bekommen auf PuTTY.org. Auch kostenlos und frei verfügbar. Und so ein paar Kleinigkeiten. Die Installation hat sich zu Counter-Strike Source und Counter-Strike 1.6 und anderen Steam-Spielen ein klein wenig verändert. Es wird eine Steam-CMD benötigt seit einer Weile und dafür wird auch ein Steam-Account benötigt, den ihr euch natürlich vorher schon erstellen solltet. Denn ihr müsst euch in der Steam-CMD dann mit diesem Account einloggen, aber dazu später mehr. Und dann fangen wir auch direkt an, indem wir uns als erstes auf unseren Server verbinden. Dazu legen wir im PuTTY natürlich erstmal die IP-Adresse fest. Das ist in meinem Fall die 192. Das Numpad auch anmachen. 192.168.74.137 ist natürlich eine lokale Adresse. Ihr gebt dort eure Adresse ein, die ihr von eurem Hoster bzw. Anbieter für euren Server bekommen habt. Mit dem entsprechenden Port für den SSH ist im Normalfall 22, kann aber auch ein anderer sein, das sollte dann in den E-Mails stehen. Und das Ganze können wir jetzt zum Beispiel speichern. So, zukünftige Wendung und öffnen wir das Ganze direkt. Bestätigende Meldung und melden uns direkt als Root an. Auch diese Anmeldedaten müsst ihr von eurem Anbieter bekommen haben. Geben wir als erstes unseren Namen ein. Und dann das dazugehörige Passwort, was wir beim Eingeben nicht sehen können. Einfach schreiben und zum Schluss mit Enter bestätigen. Dann sehen wir, wir werden angemeldet. Alles in Ordnung. So, der erste Schritt, um unseren Steam-Server zu installieren, ist, wir brauchen einen zweiten Benutzer. Denn ein Steam-Server, egal was, wird niemals als Root laufen. Deswegen geben wir den Befehl dabei, add-user, dann den Benutzernamen, den wir möchten. Ich nenne ihn einfach mal CSGO. So, diesen CSGO-Benutzer müssen wir natürlich auch ein Passwort geben, was wir wieder nicht sehen können beim Eingeben. Bestätigen mit Enter. Und das Ganze noch einmal. Ganze Informationen einfach mit Enter bestätigen, auch wenn da nichts drin steht. Und dann kann es eigentlich direkt weitergehen. Wir können unseren PuTTY Root jetzt einfach mal runterschieben und öffnen eine neue PuTTY Session. Jetzt können wir hier direkt wieder auf unseren vorhin gespeicherten Server klicken. Wir können uns jetzt direkt als CSGO anmelden. Geben unser Passwort ein, bestätigen das Ganze. Wunderbar, wir sind zu Hause. So, das erste, was wir benötigen, ist diesmal nicht das HLD-Update-Tool, sondern die Steam-CMD. Die Adresse für die Steam-CMD werde ich natürlich wieder in die Beschreibung schreiben, damit das alles wunderbar funktioniert. Wir bekommen die dann mit dem Befehl wget und dann die Adresse. So, doc-counter-strike.net. Ich denke, das wird sich in naher Zukunft ein klein wenig ändern, dass dann ganz normal über steampower.com runtergeladen werden kann. Im Moment noch über doc-counter-strike.net. So, das Ganze laden wir herunter. Und auch schon fertig, nicht sonderlich groß. Jetzt können wir mit ls schauen. Da natürlich ist da, es ist ein tar.gz-Verzeichnis, ähnlich wie RAR oder ZIP. Das Ganze können wir auch ganz einfach entpacken. Nehmen wir tar. Leerzeichen
XVFZ benutzen. Wer sich die Befehle nochmal genau angucken möchte, der gibt einfach ein MAN-Leerzeichen TAR, wo das Ganze nochmal ausführlich erläutert. Und jetzt natürlich unsere Datei Steam, und jetzt können wir die lustige Taste benutzen über Umschalt oder ein Sternchen, wie in den anderen Videos auch schon erläutert. Wir können das Ganze weiter bestätigen. Und das ist auch schon fertig. Wir können mit LS nochmal schauen, was wir jetzt alles bekommen haben. Wir haben einen Ordner Linux 32 erhalten und eine Steam SH. Jetzt kommt der erste Moment, wo bei vielen etwas scheitern wird. Und zwar müssen wir jetzt die Steam SH ausführen. Mit einem Punkt / Steam SH. Jetzt haben wir hier schon den ersten Fehler, beziehungsweise die ersten zwei. Ulimit, Open Files, Grenze nicht ändern, blablabla. Das Ganze können wir beenden, indem wir das Ganze so starten. Steam exe ist gleich Steam cmd, dann der normale Startbefehl steam.sh. So, hier kommt der zweite Fehler, an dem viele scheitern werden. Also der Fehler, der oben auch schon dabei war. Es fehlen bei allen, die ein x64-Betriebssystem installiert haben, fehlen die Bibliotheken für das 32-Betriebssystem. Diese können wir aber ganz einfach nachholen, indem wir einfach apt-get install und dann die IA23-LIBS. Das Ganze dauert nicht lange. Wir sehen hier auch, wir müssen uns als root anmelden. So, also gehen wir wieder hier runter. apt-get install IA23-LIBS. Schön. Das Ganze kann natürlich je nach. So, nachdem das Ganze nun erledigt ist, können wir unseren Befehl hier oben nochmal ausführen, indem wir einfach mit dem Pfeil nach oben klicken. Zweimal. Steam-exe ist gleich Steam-cmd. So, und dann werden wir sehen, er fängt sofort an, Updates zu laden. Kann es auch wieder 1-2 Minuten dauern. So, und wenn ihr das hier jetzt seht, dann könnt ihr eigentlich schon einmal Enter drücken. Wenn dann zweimal Steam erscheint, dann ist es soweit. Dann läuft die Steam CMD. Und das erste, was wir machen müssen, ist uns jetzt einloggen. Das Ganze tun wir mit Login. Euer Name. Und dann euer Passwort. Passwort. So, ihr müsst natürlich eure Einlogdaten dort angeben. Solltet ihr dann immer noch nicht reinkommen, schaut bitte in eure E-Mails, ob ihr einen von den Steam Verification Codes bekommen habt. Diese kleine vierstellige Zahl. Wenn ihr so einen Code bekommen habt, schreibt ihn einfach dahinter. Das war's dann auch schon, dann müsste es funktionieren. So, nachdem ihr euch angemeldet habt, steht hier oben Login in User und dann euer Username, Steam Public Sources. Dann könnt ihr auch Enter drücken, nachdem das da stand, dann seht ihr wieder zweimal euer Steam. Und dann geht es direkt weiter, dass wir ihm sagen müssen, wohin er installieren soll. Noch nicht was, aber erstmal wohin. Dazu wählen wir Force. Unten install
Und hier, dann geben wir in den vollen Pfad, das ist in der Regel Rom, nochmal einen Schrägstrich und dann der Benutzername. Und wir sagen ihm diesmal SRTDS. Ganze bestätigen mit einem Enter, wenn wir keine Meldung erhalten, ist alles in Ordnung. Und dann kommen wir auch schon zur eigentlichen Installation, dazu sagen wir ihm App-Update, was gleichzuschließen mit einer Installation ist. Ja, Update und Installation ist wieder wie beim HLDS-Update-Tool ein Befehl, nur dass diesmal etwas dazu kommt, was wir gleich sehen werden. Wir sagen ihm diesmal die Nummer. In Counter-Strike Go ist die 740, die App-ID 740. Und wir sagen ihm dazu noch, er soll die Installation überprüfen. Mit Validate. Natürlich gibt es keine Installation, also wird er alle fehlenden Files erneut herunterladen und installieren. Das Ganze kann natürlich je nach Auslastung der Steam-Server eine ganze Weile dauern oder nach eurer Connection des Servers. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Ende des Prozesses gleich wieder. So, das war's dann auch schon. Susans App fully installed. Damit hätte sich das Ganze schon erledigt. Wir können mit STRG und C das Programm direkt wieder beenden. Könntet auch gleich mal nachschauen, was wir jetzt hier so Schönes haben. Wir haben jetzt unseren Ordner SRCDS, den wir natürlich brauchen, den wir auch sofort betreten werden mit CD SRCDS. Mal schauen, was wir hier so Schönes drin haben. Da haben wir das, was wir auch schon von all den anderen Valve-Servern kennen, den SRCDS One, den wir später gleich brauchen werden. Wir wollen unseren Server erstmal direkt auf den ersten Start vorbereiten. Dazu benötigen wir jetzt das Programm -cp. Erstellen uns natürlich eine neue Sitzung, wenn wir noch keine haben. Das ist die 102 in meinem Fall wieder. 6874.137. Portnummer lassen wir auf 2. Wir geben wieder unseren Benutzernamen und unser Passwort an. Den privaten Schlüssel brauchen wir nicht, den müssen wir aber auf SCP ändern. Können wir das Ganze speichern und direkt verbinden. Der Schlüssel soll natürlich in den Speicher abgelegt werden. So, damit haben wir direkt Zugriff auf unsere Dateien. Wir direkt nochmal SRCDS wechseln, wo wir auch unseren Start finden und unseren Ordner CSGO, wo wir direkt anfangen mit der Config. Und hier gibt es keine Server-Config. Es gibt Configs für das 360 Gamepad, aber keine Server-Config. Diese müssen wir uns selbst erstellen. Das tun wir ganz einfach. Eine leere Stelle suchen, neu auswählen und Datei. Diese nennen wir server.cfp. Kriegen wir auch direkt geöffnet. Eine fertige Server-CFG, also beziehungsweise eine noch nicht fertige, aber schon mal kleine Server-CFG finden wir auf zeibich.me mit dem Schrägstrich Video Let's Install und CSGO, wo sich wieder alle möglichen Dateien befinden werden, die später gebraucht werden könnten. Findet sich die Server-CFG, die wir kopieren können. Tragt ihr hier euren Namen ein, RCOM-Passwort, das Server-Passwort hierhin, falls benötigt oder gewollt. Und alle anderen Befehle sind beschrieben. So, speichern wir das Ganze.
schließen wir das Ganze. Da haben wir jetzt unser Server-CFG. Für den Anfang brauchen wir nicht mehr. Später werden wir da noch um einiges genauer drauf eingehen. So, können wir das direkt beenden. Das Ganze lässt sich natürlich auch per Konsole erledigen. Wie werden wir in anderen Tutorials noch sehen. Jetzt werden wir unseren Server das erste Mal starten. Das Ganze erledigen wir über die srcds1. srcds1. Jetzt müssen wir noch ein srcds hinten ranhängen. Ein minus game, dann sagen wir in cs go minus Konsole minus user oder use aircon plus game ich unten type Leerzeichen 0 für den ersten Game-Typ. Plus die Map-Gruppe. Dann nehmen wir jetzt einfach mal M wie Bomb. Plus die Map. Nehmen wir einfach mal Standard die das. So, wenn wir diesen Befehl jetzt vollständig geschrieben haben, können wir ihn das erste Mal starten. Das Ganze kann einen kleinen Moment dauern, musste ich für uns feststellen. Der erste Start hat bei mir für uns fast 10 Minuten gedauert, der lief dann aber einwandfrei und danach ist er auch schneller gestartet. So, sobald der Hash oben abgeschlossen wird, geht das Ganze auch rasend schnell, bis VRC Secure Mode ist activated. Das war's dann auch schon. Der Server läuft. Wir können ihn jetzt natürlich so nicht verlassen. Einzige, was wir im Moment tun können, ist eigentlich nur ganz normale Befehle eingeben. Wir werden den Server jetzt aber erstmal wieder mit Steuerung C beenden, denn da ist im Moment Folge 2, wie wir den Server in einem Daemon laufen lassen, beziehungsweise Autostart und so weiter und so fort, doch einfach nicht gibt, zeige ich jetzt erstmal eine Methode, wie ihr den Server so zum Laufen bekommt, dass er nicht ausgeht, weil der Putty schließt, und dazu gibt er ein Screen minus Nein, kein Minus, entschuldigt, plus Screen. So, sollte der Kommando Screen nicht gefunden werden, macht ihr einfach apt-get install Screen. Natürlich, wie immer, ist rot. Dann hat sich erledigt und können wir den Screen ausführen. Wir haben jetzt ein neues Fenster. In unserem Screenfenster müssen wir unseren Befehl von gerade eben noch einmal eingeben. Wenn er ihn nicht übernommen hat. So, wenn der Server gestartet ist, war es dann auch schon. Der Server läuft weiter, auch wenn Putty beendet wird. Natürlich muss er immer wieder neu gestartet werden, wenn der Screen beendet wird, beziehungsweise der Screen geschlossen wurde. Wir können jetzt auf unseren Screen gehen. Wir können mal einfach zumachen hier. Session schließen, knallhart. Jetzt CS Go eingeben.
unser Passwort, sehen wir natürlich unseren Server nicht. Dazu geben wir jetzt einmal ein Screen, Leerzeichen, Minus R. Wir kommen direkt auf unseren Server. Ja, ist natürlich ziemlich praktisch, beziehungsweise auch nötig, weil dann niemand davor sitzt, wenn der Server läuft. So. Das war's dann auch im Groben erstmal schon. Mehr konnte ich jetzt so nicht vorbereiten. Es wird auf jeden Fall die Tage eine Folge geben, wie der Server Autostart, Startscript, Startscript, Steam, CMD wird diesmal ein relativ frühes Tutorial geben, wie sorgen wir dafür, dass unser Server auto geupdatet wird. Das ist mit dem Steam CMD recht einfach, beziehungsweise ist zwar schon recht einfach, aber ein klein wenig umständlicher durch das Login.